erkennst du deinen wahren Wert. Fuck. Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Johnny. Ich hab dich. Lothrok fällt. Neurogener Schock. Er stirbt. Wie? Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Was jetzt? Jetzt findest du heraus, was du zu tun hast. Du bist in deinem Leben nie vor etwas weggelaufen. Nicht einmal, wenn du es hättest tun sollen. Du durchstreifst Night City und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte. Aber das hat dich nie davon abgehalten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Wake the fuck up, Samurai. We have a city to burn. Moin zusammen, weiter geht's mit Cyberpunk 2077. Wir machen gleich mal die Mission Violence. Lies die Nachricht vom unbekannten Absender. Ich habe ja so ein paar Nachrichten aufs Handy bekommen, die würde ich gleich mal abgrasen. Wir sind noch in Japantown bei unserem Apartment und ich hatte ja in der letzten Folge so ein Apartment gefunden. Da war ein versteckter Raum, kam ich nicht rein. Der Knopf, den ich da mehrfach gedrückt habe, das ist schon der richtige. Es hängt halt nur mit einer Mission zusammen, die ich dann noch nicht habe. Von daher ganz entspannt bleiben. Kommt dann noch. So, pass mal auf. Wir treffen... OA, Benachrichtigung. Mr. Kipper. Kapitalismus ist ein kalt servierter Fisch. Wir lesen mal den Bartmus-Kollektiv, ne? Zuerst kommt der große Realitätscheck, der die Zukunft der Welt einläutet. Wenn Geld von Hand zu Hand gereicht wird, fällt dein wahrer Sicht dem Kapitalismus zum Opfer. Die beste Waffe gegen den Kapitalismus ist ungestörte Meditation. Die Unterdrückung durch die Konzerne endet dann, wenn ihr euch nicht mehr selbst unterdrückt. Wacht auf, weckt die anderen auf, schließt euch dem Kollektiv an. Genau, erwachet. River, hier jemand vermisst dich. Hey, was gibt's, River? Hast du gerade viel zu tun? Würde ich gerne sehen. Ist gerade echt entspannt. Kann ich bei dir vorbeikommen? Können wir treffen uns Northside, Japantown. Ja, wir holen River nach Japantown. Schön, gut, dass ich für Geschwindigkeitsüberschreitung keine Strafzettel bekomme. Gut, dann haben wir da noch eine Nachricht weg. Unbekannte Nummer, das Treffen. Ach, das war Songbird, ne? Ja, das machen wir, wenn wir in Phantom Liberty einsteigen. Osso Bosso, hey, hey. Ich habe deine Nummer von einem Kumpel bekommen, der meint, du wärst gut. Wenn das wirklich stimmt, habe ich einen Job für dich. Ruf mich an, wenn du Interesse hast. Okay. No. Scheiße. Ich wollte ja eigentlich gerade anrufen. Neue Mission. Killing in the Name. Achso, okay. Neue Mission. Send in the Clowns. Wahrscheinlich ein neuer Ripper oder so. Gut, dann rufen wir da mal an. Sei dabei, wenn musikalische Universen aufeinandertreffen. Live auf der Erde, nur einmal alle Millionen Jahre. Mr. Kipper und Private Press für 99.9 Impuls. Club Riot, Night City, nur mit Einladung, gesponsert von bla. Kannst kaum erwarten. Orbital Air. Das ist eine automatisch erstellte Nachricht, bitte antworten. Ja, toll, witzig. Gut, dann zurück in mein Apartment. Moment. Really want to stay at your house. 630 Meter. Ich muss diese Kiste loswerden, ey. Die fährt echt nicht gut. Join us today to find your better.
Stopp, stopp, stopp. Wow. Schon wieder Kontrolle verloren hier. Oh, das war knapp. Was ist denn hier los? Das war nicht ich. Gut, hopsen wir mal hier raus. Komme ich auch hier durch? Nein, schade. Hey, River treffen. Huhu. Okay, ab ins Apartment nach oben. Ping. Mach zu hier. Geht's? Wo bist denn du? Hey, hey. Gab's gar keine Konsequenzen für dein Einmischen in den Peter Pan-Fall? Nein, weil Gonagall unseretwegen die Akte schließen konnte. Sie haben ihre Quoten verbessert und wir kriegen keinen Ärger. Und? Wie geht's dir damit? Was sage ich dir, wenn ich's weiß? Erstmal helfe ich Joss ein bisschen. Genieß etwas Ruhe. Es sollte alles bald wieder besser laufen. Hm. Komm her. Nicht angepisst, weil ich keine Zeit für dich habe? Ach, du hast deine eigenen Probleme. Wir holen das irgendwann nach. Ja, das verspreche ich. Sobald ich etwas mehr Zeit habe. Werde dich dran erinnern. Okay. Ja. In letzter Zeit mache ich mir Sorgen. Worüber? Über uns. Ich habe einfach das Gefühl... Dass uns kein Happy End erwartet? Woher wusstest du das? Wusste ich nicht. Vielleicht lerne ich dich nur besser kennen. Egal. Ich... Das ist albern. Ich red Unsinn. Vergiss, dass ich was gesagt habe. Schon vergessen. Okay. Lass uns noch ein bisschen reden, bevor ich wieder irgendwo hin muss. Uff, na dann. So, Räucherstäbchen schon wieder alle, oder? Nee, da oben räuchert das tatsächlich noch. Kann man ihm einen Whisky anbieten? Gab's gar keine Konsequenzen? Nein. Und? Oh, das ist schade. Das war ja so ein Einmalding anscheinend. Ich dachte, man kann jetzt hier nochmal ein Gläschen trinken, vielleicht mit ihm zusammen sogar. Gitarre spielen geht gerade nicht mit ihm. Aber duschen müsste hinterher kommen. Bin gleich da. Klotzen so. Okay, gut, dann sind wir eigentlich. Können uns auch mal wieder in die Profe schmeißen hier. Weiß gerade gar nicht, wie spät das ist. Nachtweh. Oh, das ist erst morgens, ne? Okay, dann mach mal. Bis nachmittags. So, ich vermute, sie ist nackt, von daher. Einmal. Outfit wechseln.
Hat sie? Nein, hat sie nicht. Muss auf Ausrüsten drücken, da unten rechts. Haben. Ja, die 4 nehmen wir. Jo, sieht besser aus. Okay, cool. Dann verlass das Apartment, um das Date zu beenden. Rein in die Lobby und wir wählen schon mal aus. Violence, ne? Lies die Nachricht, die Unbekannte. Journal. Splitter. Habe ich eine Nachricht bekommen? Wie lese ich denn jetzt die Nachricht? Itemherstellung, Charakter, Werte, Journal, Splitter, Tarot, Datenbank. Unbekannte Nummer, anonymer Klient, ein Geheimnistreffen in einem Hotel. Dieses ganze Mysterium ist so nebulos, dass ich fast die Hand vor Augen nicht mehr sehe. Ich frage mich, was als nächstes auf dich zukommt. Ach hier, ruf Ossop an. Was ist das denn für ein Name? Okay, ja, dann machen wir sonst die hier oder Bartmus Kollektiv. Den Ort aus der Nachricht des Bartmus Kollektivs. Das ist ja recht dicht dran. Killing in the Name, ne? Dann machen wir den sonst erstmal. ...700 Meter ist jetzt nicht die Reichweite. Okay, eine Mission haben wir abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob es dafür überhaupt Erfahrungspunkte gibt. Okay, ich komme die Stufen nicht hoch hier. Noch 600 Meter. Gott, ich muss auf die andere Seite, ne? Wow. Warte. Wow. Was für ein Sack, Alter. Beschleunigt ganz gut die Kiste. Oh, warte mal, hier ist doch mein Apartment, ne? Okay, Panem hat auch irgendwie was. This one comes to me from a listener who raises a great question. And he suggests an answer. How does the Arasaka family live so long? What about the Lucchesis, or half a dozen other high-profile corpo families that are pushing 200 years at this point? Und ich möchte, wenn's kracht, möchte ich meine Schrotflinte haben. Well, folks, I can't say I haven't thought about it that way, but let's consider the evidence. There's the obvious. They seem to live forever, and they look good doing it. Have you seen the documentary recently about Hanako Arasaka? She didn't look a day over 40, but she's currently pushing her 8th decade. They drink blood. Yeah, checks out, they drain this city for sure. They sleep in coffins. Well, I do happen to know some of Arasaka spent the better part of this century in a medical tank to keep him alive. What are the med techs calling it? Das ist auch mein Apartment hier.
Na endlich. Wie war's denn endlich? Was ist los, Johnny? Geschenk von River annehmen. Was Süßes, was Starkes, lesbar. Wenn ich mit dir zusammen bin, fühle ich mich wie in einem Traum. Natürlich muss ich früher oder später aufwachen und wieder in die Realität zurück. Wenn es dir genauso geht, geben diese zwei Leckereien dir vielleicht die nötige Energie. Ein Süßer, also wie du, Cupcake, und ein Heißer, also wie ich, also auch wie du, Kaffee. Hör auf zu lesen und trink einen Schluck. Und was hältst du davon? Das ist ein Kopi-Kadal-Coffee, gebraut aus Bohnen, die aus Iguanadung extrahiert und dann perfekt geröstet werden. Faszinierend, oder? Ich wünsche dir einen tollen Tag, Babe. Was ist los, Johnny? Killing in the Name. Ich bin doch hier gerade in irgendeiner anderen Quest. Ne, nee, 9 Meter tatsächlich. Besuche den Ort. Zum Bartmus-Kollektiv. Ah, guck mal hier, Laptop. Computer. Nachrichten. Guck mal, was ich gefunden habe. Diese Deppen sehen doch gut aus. Und wenn man dann ihren Augen erkennt, was sie im Krieg durchgemacht haben. Oder vielleicht bilde ich mir das bloß ein. Egal. Wie du willst, vielleicht sehen wir uns. Und der Hund heißt übrigens Shorty. Vier Freunde und ein Panzer. Vier Freunde und ein Panzer. Anhang. Ach, cool. Dann müsste ich Pan Am jetzt mal anrufen, ne? Muss mal ein paar Sachen loswerden. Okay, ich muss mich mal kurz auskotzen, weil mir die Sache einfach nicht aus dem Kopf geht. Ich habe sowas von die Schnauze voll von Saul. Denkt ihr echt, dass es der Familie besser geht, wenn wir unsere Seele an einen Konzern verkaufen? Ich kenne absolut niemanden, der so verfickt stur ist. Das Ganze kann nur böse ausgehen. Okay, nicht sauer werden, aber vielleicht ist es gar nicht so schlimm, sich mit Konzernen abzugeben. Ich komme selbst richtig gut mit einem von denen klar. Takemura, echt chilliger Typ. Der hat Ehre. Nicht alle Konzerne sind Säcke. Manche können richtig anständig sein. Ich habe auch nichts für Konzerne übrig und bestimmt aus noch besseren Gründen als du. Bin mal einem begegnet, Takemura, schleimiger Saftsack, genau wie alle anderen, das Maul voller Plattitüden, also glaub mir, ich weiß was im hier. Hör mir gut zu, für einen Megakonzern zu arbeiten ist nicht einfach bloß ein Job, das ist eine ganz andere Identität. Ich traue denen nicht über den Weg und ehrlich gesagt ist jeder, der sich mit denen einlässt, selbst schuld, sei vorsichtig, okay? Oh, und danke übrigens. Jetzt denke ich nicht mehr an Saul, sondern an dich, ist mir auch viel lieber. Das hört man doch gerne. Was Takemura angeht, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich glaube wirklich, dass er anders ist. Ich kann es nicht wirklich erklären und wegen Saul verlass dich einfach auf dein Bauchgefühl, das läuft immer ganz gut bei dir. Jederzeit, wahrscheinlich hast du recht, was Konzern angeht. Ich habe schließlich keine Ahnung, ob Takemura irgendwas ausheckt oder mir irgendwas verheimlicht, aber hey, bei meinem Glück fände ich es bestimmt bald raus. Ja, ich nehme das mal. Danke. Irgendwie fühle ich mich schon gleich besser, als wären meine Gedanken viel klarer, nachdem ich mit dir geredet habe. Bei einer Sache bin ich mir ganz sicher. Wenn die alte Kaldus mit einem Konzern zusammenarbeiten, dann geht das nicht gut für uns aus. Das sagt mir mein Bauchgefühl. Pass auf dich auf. Jemand vermisst dich. River. Das gibt's, River. Hast du gerade viel zu tun? Ich würde dich echt gerne sehen. Nee, das machen wir später. Das da auch. Untersuche den Ort aus dem Bartmus-Kollektiv. Ja, das scheint tatsächlich das jetzt hier mit Johnny auch zu sein. Da war ich ja gerade dran bei meinen Nachrichten. Überfällige Miete. Hier im Netz. Bartmus-Kollektiv. Belohnung für jegliche Informationen über Swedenborg. Entrückung der Konzerne erinnert ihr euch nicht mehr selbst unterdrückt. Genau, weiterlesen. Entscheid bla. Ich scroll mal runter. Ah, untersuche den Inhalt. Ah, guck mal jetzt. Hallo, mein Name ist Bess Isis und ich bin unabhängige Journalistin. Ich habe dieses Forum nach dem Vorfall letztens bei Helvetia gefunden.
Davon habt ihr vielleicht gehört. Wer genau ist der Mann, der diesen Angriff inspiriert hat? Der Mann, den ihr alle regelrecht vergöttert. Habt ihr euch noch nie gefragt, wer Swedenborg Riviera wirklich ist? Ich nehme mich schon. Folgendes also. Ich bin bereit, für jegliche Informationen zu bezahlen, die bei der Aufklärung dieses Rätsels helfen können. Meldet euch also gerne bei mir. Ruf Bess wegen Swedenborg an. Ja, Johnny, tut mir leid. Mach's dir gern bequem, aber ich muss gleich weiter. Hey, hier ist Nancy. Ich kann gerade nicht ans Holo gehen, aber vielleicht rufe ich zurück. Ciao. Toll. Widme dich anderen Missionen, bis du mit Ben Easys Nancy telefonieren kannst, okay? Okay, dann quatschen wir doch mit Johnny. Also wirst du über alt Bescheid? Hast dir ein Wiedersehen mit Altsicher anders vorgestellt? Ist dir dein Wiedersehen mit Altsicher anders ausgemalt? Ich wusste, sie würde sich verändern. Seit sie zu Silizium wurde, ins Net ging. Hast du erwartet, dass sie sich dir um den Hals wirft? Hätte nicht gedacht, dass ich ihr irgendwann so vollkommen egal wäre. Dachte, wir würden reden. Leidenschaftlich, tiefgründig. Ein bisschen so wie früher. Alter, hast du gerade deine Kippe auf meinem Teppich ausgetreten? Du hast sie überzeugt, uns zu helfen. Nur das zählt. Ich interessiere sie im Scheiß. Sie will Mikoshi auslöschen. Nein, sie fühlt sich verantwortlich dafür, wie Arasaka Soulkiller benutzt hat. Deshalb kommt sie. Und nur du konntest sie daran erinnern. Niemand sonst. Mag sein. Also wusste Rogue über Alt Bescheid. Was ist denn nun mit Alt? Wusste sie die Wahrheit über Rogue? Antonio erwacht nach 50 Jahren aus dem Koma und stellt fest, er ist eine Frau. Wird der Manuela die Untreue verzeihen können? Und was ist mit seiner alten Flamme Anna Maria, deren Feuer erlosch, während sie hilflos im Virtus Base gefangen war? Ja, das will ich gerne wissen. Scheiße, wie? Ich doch auch. Hast dir dein Wiedersehen mit Alt sicher anders ausgemalt? Ich wusste, sie würde sich verändern. Ah. Okay. Das ist, sie würde sie nochmal mit heilen und du hast sie auch verändert. Du hast dich auch verändert. Bist jemand anderes. Damit hatte ich einen Scheiß zu tun. Altes am Fraktalieren und Globulieren, um eine größere, mächtigere KI zu werden. Und ich schrumpel hier in deinem Kopf vor mich hin. Ah, du bist verbittert. Dachte, wir würden reden. Leidenschaftlich, tiefgründig. Ein bisschen so wie früher. Um zu reparieren, was du zerstört hast? Oder um mir was zu beweisen? Eher, um mir selbst zu beweisen, dass ich verdammt Unrecht hatte. Als ich ihr gesagt habe, dass das nur Sex zwischen uns wäre. Das ist doch ewig her. Jahrzehnte. Nicht für mich. Hab die letzten 50 Jahre in meinem Kopf verbracht. Schon vergessen? Wir noch mal eine andere Option hier gucken. Ja, Szene machen und manipulieren. Wolltest also eine Szene machen, sie manipulieren. Sag, was du willst, das war echt menschlich. Ich wollte noch über was anderes reden. Okay. Bis dann, wie? Ja, und immer schön... Okay, ja, die sind ja zum Glück virtuell, ne, seine Kippen, aber ich dachte gerade... Doch wieder da. Ich dachte gerade, der hat ja seine Kippen bei mir auf den Boden ausgetreten. Nee, komm, das hatten wir gerade. Wollen wir nochmal Katzi besuchen. Schade, dass die Katze eigentlich nur hier ist. Und nicht in den anderen Apartments, dass sie damit rüberkommt. Okay, dann sind wir hier soweit eigentlich durch. Ich widme dich anderen Missionen, bis du bis Incis Nancy telefonieren kannst. Dann gucken wir mal. Hatte ich nicht noch ein... Zwei Nachrichten habe ich tatsächlich noch. River, jemand vermisst dich. Und das war Songbird, ne? Okay.
Ich rufe Ossop an. Was ist das denn für ein Name? Der spielt bei mir so gruselige Zirkusmusik im Kopf. Vielleicht war er mal ein Akrobat oder Löwendomtier oder so ein Scheiß. In der City weiß man ja nie. Aber hey, wenn du ihn nicht anrufst, werden wir es nie erfahren. Wie ist die Nachricht vom unbekannten Absender? Datenbank. Story Charaktere, nee, das ist es nicht. Fahrzeuge, Waffen, Welt. Fragezeichen, Erkundung. Dialogoption. Okay, das ist hier so. Tutorial, Tipps und Tricks und so weiter, nachlesen. Story-Orte. Sieht schon geil aus, die ganzen Bilder, ne? Und Picky Plaza. Sonstige Orte. Minenfeld. X-Hauptquartier. Bezirke. Mal alles abwählen hier. Mal gucken, vielleicht ploppt er gleich nochmal irgendwas auf. Verkaufszentren, zack. Charaktere. Iris Tenna, Yutaro Shobo, achso. Mr. Hands und so weiter. Adam Smasher. Das ist auch ein krasser Typ, ey. So, alle einmal durchklicken. Hier, Jackie, der alte Gute. Okay, Street Kid, wie? Das bin ich. So, Fahrzeuge. So, dann sind wir auch gleich durch. Mal gucken wir mal. Vielleicht ploppt hier tatsächlich noch irgendwie was auf. Nee, ne? Lies die Nachricht vom unbekannten Absender. Wie kann ich denn da oben wechseln auf... Ah, da. Bob Sagan. Jackie Wells. Da geht keiner ran, ne? Bin ich gerade überfragt tatsächlich. Ich mache hier einfach mal Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß bei der, bis gleich und ciao.